Anfang Oktober 2013 führte die Silvretta Seilbahn AG in Zusammenarbeit mit dem Helikopterunternehmen Heli Tirol eine groß angelegte Bergeübung im Bereich der Ischgl Idalp durch. Insgesamt waren dabei über 100 Personen und zwei Hubschrauber beteiligt. Solche Evakuierungsmaßnahmen werden jährlich durchgeführt, allerdings nicht so im großen Kreis. Das heißt, wir führen mit kleinen Bergeteams die Evakuierungs- und Bergeversuche während den Sommermonaten und beziehungsweise auch im Herbst durch an den jeweiligen Anlagen. Das macht jeder Betriebsleiter für sich. Heute haben wir eben eine übergreifende Übung angesetzt und deswegen eben auch zwei Helikopter da machen die Evakuierung, also mit zwei Helikoptern plus unseren Leuten. Und vorgesehen ist das laut Seilbahnrichtlinie, dass in 210 Minuten eine Seilbahnanlage nach Eintreten eines Stillstandes entleert sein muss. Obwohl die Silvretta Skiarena mit ihren 44 Seilbahnen und Liften zu den modernsten Skigebieten Europas zählt und die Silvretta Seilbahn AG jährlich Millionen in die Modernisierung und Wartung ihrer Anlagen investiert, sind solche Ausfälle dennoch im Bereich des Möglichen. Im Falle eines technischen Defektes, wenn jetzt eben die Anlage nicht mehr betriebsbereit ist und nicht mehr fahren kann, dann muss man eben eine Bergung einleiten. Die schaut dann so aus, dass in erster Linie laut Bergeplan wir mit unseren eigenen Mannschaften die Anlage bergen. Und sollte es von den Wetterverhältnissen her möglich sein, dann können wir oder haben wir auch die Möglichkeit, einen Hubschrauber anzufordern, der uns dann zusätzlich unterstützt. Die für die Bergung verantwortlichen Mitarbeiter der Silvretta Seilbahn AG sind dabei speziell ausgebildet und arbeiten in Zweierteams, bestehend aus einem Bodenmann und einem Bergemann. Um für unterschiedlichste Szenarien vorbereitet zu sein, wurden in diesem Jahr zum einen an der Silvretta-Bahn Funitel, aber auch an der Sonnenbahn B5 Bergungen durchgeführt. Man hat sich für die Sonnenbahn entschieden, für die Übung, weil das die einzige ist, die an automatischen Schließbügel hat. Die hat einen Sicherheitsbügel, der verschlossen ist während der Fahrt, dass die Kinder den Schließbügel nicht öffnen können, dass der zu bleibt. Das ist eine sogenannte kindersichere Anlage. Da können 5 Kinder mit einem Erwachsenen transportiert werden. Unter der Voraussetzung, dass eben der Schließbügel verriegelt ist während der Fahrt. Wichtigster Aspekt solcher Übungen ist neben der eigentlichen Personenrettung aus unterschiedlichsten Bahnen und Liften vor allem auch die Abstimmung und Koordination aller Beteiligten. Ja, es ist wichtig, dass wir das einfach einmal jährlich üben. Unsere Piloten sind zwar vom Transport her Spezialisten, aber der Ablauf mit den Flugrettern und mit den Flughelfern und mit der Bahn zusammen muss auch jährlich einfach nochmal durchgespielt werden.